Ich erzähle was über Litauen. Für Farbenblinde, das ist gelb, grün und rot. Rot ist unten. Genau. Litauen ist schwer zu charakterisieren, aber ich würde mal sagen, anders. Also, wir sind da mal irgendwo quer durch die Prärie gefahren, ungefähr 300 Kilometer von der nächsten, also 200 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt gewesen, in irgendeinem Bauerndorf. Und dann stand da diese Hütte. Ist das ein Lada? Ja, ich glaube, oder ein Wartburg. Sag mal, das Einzige, was dir in diesem Bild auffällt, ist der Also so mitten in der Prärie in so einem Bauerndorf und dann hat er sich so eine Hütte hingestellt. Also da gibt's schon, also es ist halt einfach ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall der geografische Mittelpunkt von Europa, sagen jedenfalls die Franzosen. Nein, aber es ist auch gar nicht so falsch, weil also der Ural ist ja irgendwo da rechts und das ist ja die geografische Grenze und dann kann man sich das schon vorstellen, dass das so die Mitte ist. Es gibt auch so einen Park, der genau im Zentrum von Europa liegt, also im geografischen Zentrum. Da waren wir auch schon mal, das ist ganz lustig gewesen, weil da gibt es so ganz viele Skulpturen, moderne Kunst und eine Skulptur sind ganz viele Fernseher, die in so Regalen stehen und auf einem dieser Fernseher war dann so ein Gruß, viele Grüße aus Firnheim, irgendwas und irgendwas 2008. Die Firne, die Hessen sind überall. Am Anfang haben wir so ein paar Fakten, damit ihr auch irgendwas lernt heute. Es ist übrigens ein EU-Land, also ihr könnt da auch ohne groß Visum hin, weil es ist im Schengen-Raum, ihr müsst auch keine Grenzkontrollen ertragen. Es ist auch in der NATO, wobei die Streitmächte, glaube ich, nicht so groß sind. Insgesamt hat das ganze Land 3 Millionen Einwohner, das ist also weniger Einwohner als Berlin, wie man hier sieht. Das ist kleiner als Bayern, aber nicht viel. Wie viele Fußballfelder sind da? Ich habe es jetzt nicht in Saarland umgerechnet, das kannst du ja dann zu Hause machen. Aber was man da auch noch hin sieht, also die Hauptstadt Vilnius, oder auf Deutsch auch, oder früher hieß sie Vilna, jetzt Vilnius auf Litauisch, hat alleine 500.000 Einwohner. Mit der zweitgrößten Stadt zusammen sind das fast 1 Million, die in diesen beiden Städten wohnen. Das heißt, die restlichen 2 Millionen verteilen sich halt auf eine sehr, sehr große Fläche. Da ist nichts. Die Leute sprechen da alle Litauisch. Das ist kein Russisch, nein, das ist auch nicht wirklich verwandt. Also gut, da bin ich jetzt nicht der Sprachforscher, aber... Es ist jetzt nicht so, dass man das eine kann, wenn man das andere kann und so Geschichten, also nicht so wie Deutsch und Österreichisch. Die Leute finden es auch nicht so cool, wenn man das für Russisch hält, weil die Geschichte von dem Land ist halt so, dass sie durch Russland okkupiert waren und dieses Litauisch ihre eigene Identität ist und das natürlich dann jetzt heutzutage erst wieder gelebt werden kann. Es ist eine parlamentarische Demokratie, die haben eine Präsidentin zum Staatschefin sozusagen und zwar die Dalia, ich kann es nicht aussprechen. Litauen ist nicht Teil der Eurozone. Sie wollten 2007 Euro werden, aber haben ihre Bücher nicht so gut fälschen können wie Griechenland. Deswegen sind sie es nicht geworden, weil ihre angebliche ihre Inflation zu hoch war. Deswegen zahlt man da mit dem Litas. Ist aber relativ einfach umzurechnen durch 3-10%, so wie irgendwie auch früher Frankreich war. Nur es kommen nachher noch 2-3 Preise, also merkt euch so grob den Faktor, dann habt ihr es. Es ist übrigens falsch rum, fällt mir gerade auf. Ne? Ja. Aber egal. Also 1 Euro sind 3,45 Liter, ist nicht andersrum. Ja, die Präsidentin sieht übrigens so aus. Wir haben sie mal fotografiert. Das ist... das ist die Präsidentin. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Doch. Welche davon? Die Dame, die da gerade einsteigt. Da war gerade irgendein Staatsbesuch und das ist die Präsidentin. Wir haben sie mal fotografiert. Und ich habe dann noch den Kofferraum ihrer Bodyguards fotografiert. Ich finde vor allem den Duftbaum ganz wichtig. Also den sieht man jetzt leider auf dem Bild, ist ein bisschen dunkel, aber da hängt so ein Duftbaum. Ich denke, der hilft vor Biowaffenangriffen. Mal wieder seriös werden. Also Litauen hat eine ganz schön große Geschichte, die ist ganz schön lang. Und zwar ging das irgendwann so im Mittelalter los, 13. Jahrhundert, wo halt dann diese slawischen Völker irgendwie so einen Staat geformt haben. Litauen war mal ziemlich groß. Und zwar war Litauen mal das größte Land des europäischen Kontinents. Das ging von der Ostsee, da wo es jetzt auch noch liegt ungefähr, bis zum Schwarzen Meer. Das war damals zusammen mit Polen ein Königreich und das war riesig. Dann war es auch mal weg, zum Beispiel weil Polen es dann mal irgendwann annektiert hatte zum größten Teil. Oder dann auch während der Sowjetzeit halt, weil Russland es annektiert hatte und es dann eine litauische Sowjetrepublik gab, aber kein eigenständiges Litauen wieder. Jetzt ist es wieder da, seit 1990. Und diese bewegte Geschichte hat halt auch dazu geführt, dass Litauen im Prinzip 2 Unabhängigkeitstage feiert. Ist natürlich auch ganz nett, kann man doppelt so oft feiern wie hier.
Es hat den 16. Februar 1918 gegeben. Das war halt die erste litauische Republik, die da ausgerufen wurde. Damals auch von Russland sozusagen losgesagt. Und dann gab es den 11. März 1990. Das war halt die Wiederherstellung der Unabhängigkeit, wie das genannt wird. Das ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion halt. Wenn euch das interessiert, also der Wikipedia-Artikel ist relativ lang, logischerweise. Er ist nicht so lang wie der von Deutschland, also jedenfalls in der deutschen Wikipedia. Aber er ist schon ziemlich interessant, den kann man mal lesen. Da sieht man halt diese bewegte Geschichte ganz gut. Ich will euch da jetzt nicht zu viel langweilen. Wir kommen mal dazu, wofür Litauen heutzutage bekannt ist. Da gibt es Basketball. Das kann man jetzt als Deutscher nicht so verstehen, weil Basketball uns nicht so einen Stellenwert hat. Aber das, was bei uns Fußball ist, ist da halt Basketball, aber noch schlimmer. Also das ist so die Hauptreligion auch da. Und die Mannschaften sind auch verdammt gut. Also sie spielen in der Europa League und die Litauer haben, glaube ich, bei der letzten Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gekriegt. Also das ist hat man als Nicht-Basketball-Fan vielleicht nicht so auf dem Radar, aber die sind da ziemlich gut und haben auch viele Spieler, die irgendwie in der NBA spielen in Amerika. Ja, wofür Litauen auch noch bekannt ist, gibt da einen regen Autohandel. Zum einen legale Autos, die also in Deutschland so Schrottwagen, die gegen die Wand gefahren sind, da wird dann ein bisschen Lack drauf gesprüht und werden dann in Litauen umgeschlagen und nach Kasachstan oder so weiter verkauft. Für die sind das dann wie Neuwagen. Und dann gibt es da aber gerüchteweise auch Autos, die auf anderen Wege nach Litauen kommen und von da auch nach Kasachstan oder wohin auch immer wandern. Sind die auf jeden Fall ganz groß dabei. Ja, und das Lustige ist, also da fahren halt auch zum Beispiel so irgendwie Stadtbusse rum, wo dann noch die deutsche Werbung drauf ist aus irgendwie irgendeiner Stadt halt. Macht sich dann keiner einen Kopf, das mal abzukratzen. Was Litauen auch sehr gut kann, ist Bierbrauen. Da gibt es unglaublich viele Brauereien. Also das ist von der Brauereidichte auch ganz hoch. Also es war mir vorher auch nicht so bewusst. Naja, weiß nicht. Also das von der Bevölkerung her kommt es nicht hin. Also mehr als Bayern, wenn es nicht sein. Ich weiß auch nicht, wie viele Brauereien es insgesamt gibt. Aber es gab in den letzten Jahren da auch einen großen Trend für so Microbreweries und irgendwie so kleinere, natürliches Bier. Habe ich auch mal getwittert, dieses Bild. Also da gibt es schon viel Bier und das ist auch gar nicht so schlecht. Viele von den Brauereien oder die größte litauische Brauerei, die heißt Švyturis, die geht auf eine Brauerei, also auf eine von Deutschen gegründete Brauerei zurück. Die stammt aus dem heutigen Klaipeda. Das ist übrigens die Partnerstadt von Mannheim. Hieß früher Memel und liegt halt direkt da an dem Memelgebiet, also im Memelgebiet und war ganz früher Deutschland. Und jetzt ist halt Litauen und diese Brauerei gibt es immer noch und heißt halt jetzt Švyturis und macht auch großes Bier. Gibt es auch so ein spezielles Memelbräu, so wie Düff. Ja. Dann gibt es dann noch Latur. Wir haben ja schon festgestellt, dass es da nicht so viele Leute gibt, jedenfalls außerhalb der Städte. Und deswegen gibt es da ganz schön viel Natur. Und es gibt auch ganz gutes Essen. Und dank Muzi wissen wir auch, dass es da ganz viele Carambola-Boards gibt. Jetzt die gewisse Frage, ist Litauen nerdtauglich? Ja. Also es gibt eigentlich in jedem Café, in jedem Restaurant, in jeder Straße, kriegt man irgendwo kostenloses WLAN. Was man aber eigentlich gar nicht braucht, weil man kann sich auch einfach ein anonymes Prepaid-UMTS kaufen für irgendwie umgerechnet 4 Euro, also es sind 12 Liters. Da geht man einfach zu irgendeinem so Kiosk, von dem es ganz viele gibt, sagt, man hätte jetzt gerne dieses Ding. Dann kriegt man eine SIM-Karte und man kriegt so eine schicke Aufladekarte von diesem Ding. Und dann kann man einfach, geht man, wenn man mal Geld braucht, also auf seiner Prepaid-Karte geht man mit dieser Karte zu irgendeinem anderen Kiosk, sagt jetzt hier, geht Geld auf den Tisch, gibt die Karte und dann buchen die das direkt auf. Funktioniert eigentlich ganz gut und ist halt schweinebillig. Und ich habe da jetzt auch keine Beschränkung oder irgendwas gemerkt. Und was auch ganz praktisch ist, die Leute sprechen zwar Litauisch, aber zumindest die jungen Leute sprechen eigentlich alle Englisch. Ganz selten auch mal Deutsch, weil das da die zweite Fremdsprache ist, die sie in der Schule lernen. Und das heißt, mit Englisch kommt man aber auf jeden Fall voran. Und dann gibt es noch so andere Sachen, die es eigentlich ganz nerdtauglich machen. Also man kann zum Beispiel Döner finden. Also die Dönerläden heißen eigentlich Kebabine, das ist der Begriff sozusagen dafür, das kann man aber auch erkennen. Und den fanden wir so schön, weil er auch gleich noch Big Döner heißt. Dann gibt es da auch ganz nerdtaugliche Getränke. Die Mate ist sogar gar nicht so teuer. Also 6 Liter, was sind das? Irgendwie 1,50. Also, so wie hier. Man kriegt es aber, ich habe einen Supermarkt als ich gefunden. Wie kommt man da hin? Das Einfachste ist auf jeden Fall irgendwie mit so einem Billigflieger hin.
und nicht an die Umwelt denken. Ich habe es einmal gemacht, da gab es diese ganzen Billigflieger noch nicht, 2004 oder so, oder da gab es jedenfalls noch keine Verbindung ins Baltikum. Da bin ich mit einem Reisebus von Berlin ausgefahren, 16 Stunden quer durch Polen. Fliegen ist angenehmer, trotz Ryanair. Also ja, kostet dann auch hin und zurück. Wir haben jetzt irgendwie mit Koffer 100 Euro gezahlt hin und zurück, also da kann man nichts sagen. Ja, und jetzt habe ich noch die 10 ultimativen Gründe, warum auch du nach Litauen musst. Grund 1. Das ist so langweilig. Das Essen ist unglaublich lecker, das hat man, glaube ich, schon erwähnt. Was ihr hier seht, ist ein Gericht, was sich Zeppelin nennt. Zeppeline. Kann man an der Form erkennen. Also es ist natürlich, wie man am Namen schon merkt, das ist jetzt kein traditionelles Gericht, weil wann kam Zeppeline auf? 1900 irgendwas. Aber das sind so gefüllte Kartoffelklöße mit Hackfleisch und ganz viel Fett obendrauf. Ist aber leckerer, als es jetzt klingt. Und kosten halt irgendwie so, wenn man in ein Restaurant geht, zahlt man für sowas dann irgendwie 3 Euro. Für so ein Hauptgericht, die sind groß. Es gibt aber auch unglaublich viele moderne Restaurants. Das ist der viel gepriesene Rib Room, wo man Spare Ribs kriegt, die ganz gut lecker sind. Das da links ist übrigens die Soße, das in dem Reagenzglas. Und ja, da waren wir irgendwie zu viert essen und haben dann irgendwie 3 Gänge mit Getränken zusammen, also 25 Euro pro Person gezahlt. Und das war aber so das teuerste Restaurant, was wir gefunden haben. Wir hatten schon erwähnt, es gibt da viel Natur. Das ist die Memel, was man jetzt da sieht. Die sind wir einfach lang gefahren und haben uns da mal das Memeltal angeguckt, weil es da ganz viele Burgen und Schlösser gibt, alte. Und da waren halt relativ viele Grenzstreitigkeiten, vor allem zwischen dem Deutschorden, also dem Vorgänger von Preußen mehr oder weniger, oder einem Teil, von, also dem, was dann später auch in Preußen aufgegangen ist, und eben Litauen und Russland, gab da halt alles Stress. Das ist aber alles sehr schön da. Dann hat Litauen ein wunderschönes Atomkraftwerk, und zwar nennt sich das Ignalia, ist jetzt abgeschaltet worden. Ich weiß nicht, der Experte kann vielleicht erkennen, will jemand raten, was das für eine Bauart ist? Man kann es ein bisschen sehen. Also, na, der Reaktor ist jetzt nicht so gut zu sehen, der Reaktor ist da rechts unten, da der Block. Gar nicht schlecht. Ist ein graphitmoderierter Tschernobyl-Reaktor. War bis letztes Jahr, glaube ich, aktiv. Musste dann im Zuge des EU-Beitritts, haben sie zugesagt, den abzuschalten. Ich bin gerade am Fragen, ob man da mal eine Führung kriegen kann. Was man in Litauen auch gut machen kann, ist shoppen. Und zwar ganz schön viel. Also das ist dieser Schmuckladen, den man da jetzt sieht, der verkauft halt handgemachten Einzelstücke von litauischen Künstlern. Die bringen das halt dahin und der verkauft das dann. Und die sind jetzt gerade umgezogen, weil Haki hat den, glaube ich, den Umzug finanziert. Die waren vorher in der Seitenstraße, jetzt haben sie eine Hauptstraßen-Location. ja, aber da kann man halt auch noch andere Sachen machen. Also es gibt da halt Klamotten kann man da super shoppen. Ja. Warum man da auch unbedingt hin will, ist die Architektur. Das ist direkt gegenüber vom Präsidentenpalast. Das ist jetzt echt schade, dass das Kontrast nicht so gut ist. Das ist so ein wunderschönes Gelb. Wer will mal raten, was das für ein Laden ist, der da drin ist? Döner. Richtig ein Copyshop. Direkt gegenüber vom Präsidentenpalast, weil da ist auch die Uni. Aber es ist einfach immer noch der schönste Copyshop, den ich kenne. Noch ein ganz wichtiger Grund, warum man unbedingt nach Litauen will. Die schildern das Internet sogar auf der Autobahn aus. Man kann das jetzt echt leider schwer erkennen, weil das halt aus dem fahrenden Auto ist, aber dieses dritte Zeichen von links oder zweite von rechts, je nachdem wie ihr es wollt, ist halt so ein Ad-Zeichen. Das heißt, dass wenn man da rausfährt, kriegt man Internet. Ganz schön gut. Das sollen sie bei uns mal einführen. Dann ist natürlich auch für Mannheimer ein ganz wichtiger Grund, es gibt Eichbaum zu fairen Preisen. Also Apostelbräu, ich habe mich so gewundert, kennst du nicht, gucke ich mal drauf, ja, hergestellt, Eichbaum AG, Käfertaler Straße, Mannheim. Kostet 35 Cent ohne Pfand die Dose, schmeckt auch so. Aber für Eichbaum ist der Preis, glaube ich, ganz gut. Ja, was auch noch ganz großartig ist, Litauer sind die besten Autofahrer der Welt. Die können so gut Auto fahren, sie haben, glaube ich, auch die höchste Unfalltotenrate in der ganzen EU. Und die parken so schön, also das ist Kunst, also das kann man nur mit Absicht erklären. Also man, dieses rote Auto da, vorne dran ist eine Wand, wie ihr seht, das silberne Auto steht hinten dran. Rübertragen, ich weiß es nicht. Meinst du, und, Verkehrsminister zur Treubahn oder so? Also, das, jeder dieser Autofahrer ist ein Künstler für sich, also das ist großartig. Und auch auf den Autobahnen, also
Sie haben es jetzt echt entschärft, aber das, ich bin da mal Auto gefahren, das muss 2006 oder so gewesen sein, oder 2007, ich kann es nicht genau sagen. Und auf den Autobahnen darf man 130 fahren. Aber die haben so eine Spezialität, dass man ab und zu U-Turns machen darf. Von der linken Spur. Und dann war da so ein Holländer mit dem Wohnwagen auf der rechten Spur. Und ich bin, also ich bin ja Deutscher, deswegen darf ich überall schneller fahren als erlaubt. Und bin ungefähr 150 gefahren. Und auf einmal fällt ihm auf, dass er jetzt unbedingt drehen will und zieht mit 80 zwei Spuren quer rüber. Mitten auf der Autobahn. Das war großartig. Nee, aber ansonsten, man kommt überall hin, aber man muss echt aufpassen und eine gute Versicherung haben, weil da gibt's echt Autofahrer. Meine Fresse. Ja, aber es gibt noch den ultimativen Grund, warum man unbedingt nach Litauen muss. Ich meine, in welchem Land der Erde kann man nicht mit dem Internet Explorer zahlen? Ist doch großartig, oder? Endlich mal mit dem sicheren Bezahlmittel zahlen. Ja. Ja, nee, die war vor 8, ja. Ja, das war, der ist vorhin mal abgestürzt hier, dieser komische Presenter. Ja, noch Fragen? Es gab mal den Versuch, da einen Hackerspace aufzumachen. Ich habe mich da auch mal mit ein paar Leuten getroffen. Also ich habe da mal 2010, hatten die mal so eine, habe ich da manchmal recherchiert und habe dann mal irgendwie geguckt und dann gab es da so eine Mailingliste irgendwie bei Google Groups und dann habe ich da mal hingeschrieben und dann habe ich mich mit denen auch getroffen. Und dann hat sich aber herausgestellt, das war halt irgendwie so vom Wirtschaftsministerium irgendwie so ein Startup so ein gefördertes, was sie aber unter Hackerspace eingetragen haben. Die waren zugeparkt. Als ich denen das dann erzählt habe mit so, ja, hier so frei, kostenlos Informationen weitergeben und Workshops halten und so, das war halt irgendwie nicht so die Idee. Also die wollten halt eher so Produktideen entwickeln und dann irgendwie schnell Patent oder was auch immer drauf und verkaufen. Seitdem gibt es da irgendwie nichts mehr. Vielleicht kann man das ja mal irgendwann anstoßen, dass da mal irgendwas passiert. Vielleicht können wir ja mal irgendwie einen Ausflug machen und dann da vor Ort Werbung. Atomkraftwerk. Frauenzeit Litauen. Ja. Nee, das ist ein bisschen schade. Also das Problem ist aber, dass halt dieses das deutsche Vereinskonzept, was halt sowas fördert, dass man gemeinsam halt mal irgendwie einen Raum mieten kann und so, ist halt deutsch. Und das gibt's halt in anderen Ländern nicht so. Also in Litauen gibt's irgendwie so ein ähnliches Konzept jetzt, aber es ist halt alles noch relativ neu und halt nicht so eine lange Tradition wie jetzt hier. Und dann wird's halt schwieriger, gemeinsam so ein Unterfangen zu machen wie Raum mieten und irgendwie Risiken auf sich nehmen und so. Das ist halt das größte Problem. Also du hast sicher viele Außenstellen aufgemacht. Genau. Überall. Ja, ich war ja als Location Scout da vom Vorstand. Nein. Aufkleber auf dem Werk. Also 80 Devices, die Leute, die dieses Carambola-Board herstellen, sitzen in Kaunas, der zweitgrößten Stadt. Kaunas ist auf der westlichen Seite von Litauen im Prinzip verkehrstechnisch relativ gut gelegen. Vilnius, die Hauptstadt, ist größer, aber verkehrstechnisch eigentlich am Arsch der Heide, nämlich ganz im Osten. Das ist, und diese 80 Devices sitzen halt in Kaunas und ich habe jetzt mit denen nichts. Aber wenn wir da mal irgendwie einen Ausflug hinmachen und Hackerspaces gründen, dann können wir ja auch da mal gucken, ob wir den Termin machen können. Weil die scheinen ja ganz cool zu sein, die Jungs. Oh ja. Seid ihr mit dem Auto unterstiegen gefahren? Also habt ihr euch jetzt gemietet? Wir haben ja Freunde da und sind mit denen hier im Auto rumgefahren. Aber es ist, also man kann nur in der Hauptstadt kann man schon ziemlich viel Zeit verbringen, weil Vilnius ist relativ wenig zerstört worden im Zweiten Weltkrieg und das heißt, das hat den Spitznamen Jerusalem des Osten. Es gibt halt irgendwie ungefähr 100 Kirchen oder so da. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Architekturfotografie mal lernen will, da kann man es dann komplett machen. Und es gibt halt auch ansonsten ist da halt sehr viel los, großes Nachtleben, es sind sehr viele Jugendliche halt in den Städten. Das heißt, da kann man auch irgendwie abends Spaß haben und ja, muss man gar nicht so weit rumfahren. Keine Fragen? Keiner will wissen, was mit Atombomben ist? Wir haben Freunde da und sind mit denen hier im Auto gefahren, aber man kann da auch Autos mieten. Und die haben auch Straßen. Also. Ja, das war sehr lustig. Also wir sind dieses Memeltal lang gefahren und haben dann so einen Touristenflyer gehabt über Litauen. Ich habe ihn leider vergessen, ich wollte ihn eigentlich mitbringen, weil der hat so schöne Grammatikkonstruktionen gehabt. Also der war auf Deutsch. Sort of. Und da stand da halt so der wunderschöne Satz drin, dass Litauen, das baltische Land, also es gibt ja die drei baltischen Länder, Lettland, Estland, Litauen,
und dass Litauen das Land mit der besten Verkehrsinfrastruktur war. Und ich konnte diesen Satz die ganze Zeit nicht lesen, während wir auf der Straße gefahren sind, weil das Auto so gewackelt hat. Es hängt halt davon ab, wo man ist. Also es ist halt tatsächlich so, es wird jetzt ganz, ganz viel gemacht. Also die EU hat da riesige Fördermittel reingepumpt, weil das Land natürlich sehr arm ist. Also gerade halt außerhalb der Städte ist nicht viel mit Industrie und so. Und da wird sehr viel renoviert. Es werden jetzt halt auch irgendwie touristische Locations ausgebaut, Schlösser renoviert und so. Und da kann man schon viele Sachen sehen. Aber es gibt halt abseits dieser touristischen Sachen oder auch wenn man mal nicht in der Hauptstraße ist, gibt es halt ganz schön verfallene Bruchbuden. Also das ist halt, ich war ja auch früher in Ostdeutschland unterwegs, wenn man halt irgendwie, da so hat sich ja auch sehr viel getan, aber direkt nach der Wende war da halt auch vieles im Argen, einfach weil die Leute da nicht so das Geld hatten, auf sowas zu achten oder es auch nicht gesehen haben vielleicht. Ja. Was denn jetzt mit dieser Bombe? Wir waren da noch in so einem Museum. Also Karo heißt Krieg, Saltoyo ist irgendwie kalt und Museus ist Museum, kann man sich denken. Und das war auf dem Gelände einer früheren sowjetischen Atomwaffenabschussstation. Der Punkt ist, dass dieses Ding wurde halt irgendwie relativ früh gebaut, 1954 oder so. Damals hat es noch Sinn gemacht, Atombomben zu verbuddeln, weil es gab keine Satelliten, die Dinge aus dem All sehen konnten. Als es dann halt Satelliten gab, die irgendwie sowas finden konnten, so 1972, haben sie es aufgegeben. Aber innerhalb von diesen 20 Jahren haben die es ja ganz schön was gemacht. Und zwar bestand das aus 4 so Silos. Diese Silos sieht man hier so eins. Die sind halt relativ tief, nämlich 30 Meter. Und das haben die alles per Hand ausgeschaufelt. Also die waren halt der Meinung, dass wenn sie da Maschinen hinstellen, dann fällt das zu sehr auf, dass sie da jetzt Atombomben verbuddeln oder Atomraketen. Und deswegen haben sie 10.000 Soldaten mit Schaufeln 8 Monate lang graben lassen. Ja. Und haben da halt diese 4 Silos vergraben. Oben sieht man die Kuppel, die man eben auch in groß gesehen hat. Diese Kuppeln sind halt ungefähr 15 mal 15 Meter, so in Maßen und ungefähr 4 Meter hoch. Und darunter halt 30 Meter nochmal das. Und in der Mitte ist halt, zwischen diesen 4 Silos, ist in der Mitte dieser Kontrollkomplex, auch unter der Erde. Und in dem ist halt das eigentliche Museum untergebracht. Ist ein bisschen schade, es sind halt sehr viele Sachen ausgeräumt, also es war eigentlich fast nichts mehr drin von der Originaltechnik. Sie haben halt Ausstellungen rein über den Kalten Krieg, über irgendwie Propaganda gibt es da in den ganzen Raum. Das ist eigentlich schon ziemlich interessant. Und dann haben sie halt auch so mehr oder weniger lebensechte Figuren da reingesetzt. Total interessiert der Mensch. Dann gab es halt noch eine Ausstellung über Kriegswaffen während dem Kalten Krieg. Also das kennt, glaube ich, jeder, das Ding hier Counter-Strike gespielt hat. Also es gab halt so kleine Waffen und es gab halt große Waffen zu sehen. Das sind ungefähr 6 Meter lang. Die Spitze hat leider nicht aufs Foto gepasst. Ich habe kein Weitwinkelobjektiv. Und das war schon ganz cool, aber es ist leider sehr abgelegen, das Ding. Weil überraschenderweise wollten sie es ja verstecken. Und also das lohnt sich fast nicht, da deswegen extra hinzufahren, weil von der Hauptstadt braucht man da irgendwie 4 Stunden. Und das ist... Ja, also da ist man eine halbe Stunde durch und dann fährt man wieder 4 Stunden zurück. Aber es war ganz lustig, so mal russischen Atombunker zu sehen und halt auch in diese 30 Meter tiefen Dinger reinzugucken, in diese Silos. Ich habe zwar auch Fotos davon, aber das sieht halt auf dem Silo, also auf dem Foto sieht das so aus, als wäre das ungefähr 3 Meter tief und dann kann man es auch lassen, das Foto zu zeigen. Wenn es niemand noch interessiert, ich habe das jetzt hier nicht alles drin, damit wir jetzt hier auch nicht zu lang werden. Ich habe noch viel mehr Fotos da, die kann ich auch gerne noch irgendwie euch zeigen, wenn ihr also den Leuten, die es interessiert, zeigen. Und ja, on this bombshell, I will finish my talk.